sollen wir uns denn jetzt bezeichnen heute an diesem Sonntagmorgen? Machen wir es mal uncharmant. Heiden. Wir Heiden. Die charmante Version steht auch im Evangelium, die heißt Kleingläubige. Das ist die charmantere Version. Die realistischere Version heißt Heiden. Man kann das manchmal lesen, aber heute wird es uns von Jesus persönlich ausgerichtet. Wir sind getaufte Heiden. Wenn Sie das jetzt ein bisschen zu bitter finden für den Karnevalssonntag, den wir ja liturgisch nicht begehen, dann sollten Sie vielleicht einmal nachdenken, ob Sie gestern einen Gedanken daran verschwendet haben, was es heute Mittag zu essen gibt. Haben Sie eingekauft? Haben Sie sogar schon was vorgebraten? Haben Sie schon mit der Frühjahrsmode auseinandergesetzt? Die Sonne kommt, es wird wärmer. Was ist denn so innen? Wir können auch da die billige Variante nehmen. Was bietet Aldi jetzt ab Montag an? Das ist auch, kann man sich auch gut mit anziehen. Also all das, sagt Jesus sehr klar, sind heidnische Verhaltensweisen. Was ist denn dann christlich? Nehmen wir unsere Schwestern. Aber Schwester Dora wird auch schon, ich weiß nicht, wer ist heute dran mit Kochen? Schwester Dora? Wird auch schon geplant haben. Also in den Klöstern geht es auch schon los. Ist auch nicht besser. Heidnische Klöster. Was soll man denn jetzt mit so einem Evangelium machen? Wir haben das die ganzen Wochen ja schon festgestellt, wenn wir der Bergpredigt zuhören. Sind das einfach schöne Worte, die wir in den Glasschrank stellen und von allen Seiten beleuchten und sagen, das ist ganz großartig, diese Bergpredigt. Wir lassen sie doch stehen, denn mich gehen sie nichts an. Also wir setzen unser heidnisches Leben einfach fort. Was ist die Alternative? Kann man das dann wirklich so machen, wie Jesus das hier so meint? Oder ist das nur so ein Weckruf? Lassen Sie mich mit einem Impuls versuchen. In diesem, obwohl es schon Jahrzehnte alt ist, in diesem Büchlein Orientierung am Kinde hat Heinrich Spähmann, der ja eine interessante Entwicklung gehabt hat als Familienvater und dann Priester geworden ist, hat eine Beobachtung gemacht. Er nennt dieses Büchlein Orientierung am Kinde. Und da geht er auch auf unsere Stelle ein, hier von der Bergpredigt. Er sagt Folgendes. Wenn ich es dann jetzt finde. Wo der Kindesgeist nicht mehr ist, wird die Ansammlung und Mehrung von Möglichkeit vorrangig gegenüber der Wahrnehmung von Wirklichkeit. Es bleibt keine Zeit mehr für Mitmenschlichkeit, weil man die Zeit braucht für die Ansammlung von Möglichkeit. Der Gedanke an die eigene Möglichkeit absorbiert dann mehr und mehr auch die Fähigkeit des Aufnehmens von Wirklichkeit. Das Jetzt wird aufgesogen vom Noch-Nicht. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, wir leben gar nicht mehr im Jetzt, sondern seitdem das in den 70er Jahren angefangen hat, dass wir Seminare dazu anbieten, manchmal auch in kirchlichen Bildungshäusern, sozusagen, wir haben, nein, du hast dein volles Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft. Da schlummert noch was in dir, das musst du noch zur Entfaltung bringen. Und solange das noch nicht ganz voll da ist, auch mit finanziellen Möglichkeiten, mit deinen biografischen Möglichkeiten, mit dem, was alles kommt, bist du noch gar nicht da, wo du eigentlich hingehörst. Und ein ganzes Leben lang, liebe Schwestern und Brüder, laufen wir ins Übermorgen und das ist ein Weg ins Nichts. Weil wir nie bei uns selber angekommen sind. Weil wir die Wirklichkeit unseres Lebens so bescheiden, ich könnte jetzt auch ein anderes Wort sagen, auf das ich in diesem Kontext verzichte, so bescheiden es manchmal ist. Weil wir das Jetzt, das Hier und Heute nicht angenommen haben. Ich denke, Sie kennen alle die Situation, wenn Sie mit, jetzt trifft es mal die Jüngeren, aber die sind natürlich auch die Paradegeneration dafür. Inzwischen haben sich das die Älteren, die auch manchmal närrisch genug sind, das ganze Jahr den Karneval mitzumachen. Wenn Sie mit Leuten inzwischen am Tisch sitzen, zum Essen,
zum Reden, wozu mal so früher am Tisch saß. Fummelt und friemelt jeder auf seinem iPhone herum, dass es überhaupt nicht mehr feierlich ist. Ist überhaupt keiner da. Im Jetzt, im Hier ist niemand. Jeder ist irgendwo bei seinen 1000 Facebook-Freunden. Ob es die in Wirklichkeit gibt oder ob das alles Fake-Profiles sind, wissen wir gar nicht. Aber er ist befreundet mit 1000 Leuten, kennt keinen von denen. Ist todeinsam im Jetzt und Hier. Aber in seinem Potenzial kennt er so viele Leute. Oh, das ist ganz toll. Es gibt mir das Gefühl, sozusagen da irgendwo hinzukommen. Aber wohin bloß? Das gilt auch für unser ganzes Finanzsystem. Da bin ich kein Experte. Ich will es nur antippen. Das ist genauso. All diese Zahlen, die da hin und her geschoben werden von angeblichen Länderschulden, die dann irgendwo in der Computerlinie sind, unglaubliche Billionen, das hat gar keinen Anhaltspunkt in der Wirklichkeit. Das sind Verhandlungsmassen zwischen Ländern, Erpressungspotenzial, wie das so ist. Aber in der Realität, jetzt, im Hier und Heute, nichts. Unser ganzes Leben ist so geworden, fürchte ich. Die Anhaltspunkte im Hier und Jetzt, worauf uns Jesus heute mit der Nase stößt, wir sind immer dabei, wegzulaufen. Das mit dem iPhone hätte ich auch weglassen können. Man kann auch einfach während des Mittagessens in die Klotze gucken, weil das Gesicht, das mir gegenüber sitzt, kenne ich ja schon. Das kann ich eh nicht mehr sehen. Aber das ist auch Annahme des Heute. Wir laufen Möglichkeiten hinterher, von denen uns Jesus heute sagt, kümmert euch nicht darum. Das könnt ihr Gott überlassen. Nehmt das Heute an, das Hier und Jetzt. Sie können das ja mal ausprobieren, je nachdem, von was Sie abhängig sind. Ich prüfe meine Abhängigkeiten auch, so ist es nicht, also das würde ich mich hier außen vor lassen. Ich habe heute Morgen in Bübingen schon die Messe gehabt, weil da die Saar so nahe ist, dachte ich, aber das fällt unter Umweltverschmutzung. Sollen alle mal ihr iPhone in die Saar werfen, aber dann kriege ich Ärger mit der Umweltbehörde. Aber Sie können es auch irgendwo verschließen oder einfach in einen Banktresor bringen, sodass Sie nicht dran können. Jetzt fallen Ihnen sofort 10 Sachen ein, weshalb Sie aber erreichbar sein müssen. Konnten Sie vor 20 Jahren auch nicht, gab es die Dinger noch nicht. Versuchen Sie eine Unterbrechung, dass Sie einmal im Heute leben, nur im Heute leben. Und morgen sehen wir weiter. Nicht der liebe Gott weiß, dass morgen Rosenmontag ist. Wir alle wissen das, aber morgen ist morgen und heute ist heute. Und wenn Sie gleich zum Mittagessen gehen, essen Sie mit den Leuten, die dort sitzen und nicht mit irgendwelchen, die vermeintlich, die Sie sich vorstellen, die Sie jetzt eigentlich bräuchten, damit es ein schönes Essen ist. Nehmen Sie die, die da sind. Ist mal eine Möglichkeit. Und wir werden in den nächsten Wochen reichlich Gelegenheit haben, all diesen Abhängigkeiten, diesen Einbildungen, diesen Quasi-Möglichkeiten von morgen zu entsagen. Ich denke, es ist dringend notwendig, das zu tun, damit wir bei uns selber ankommen. Das ist die erste Voraussetzung dafür. Da sind wir noch keine große Strecke gegangen, dem Reich Gottes entgegen. Aber das ist die erste Voraussetzung dafür, dass wir uns dem, was Jesus mit Reich Gottes meint, öffnen. Dass Gott endlich mit uns etwas anfangen kann, weil wir nicht mehr davonlaufen.